Die Frauen-Eishockey-Bundesliga-Partie zwischen dem SC Garmisch-Partenkirchen und dem Meister ESC Planegg begann überraschenderweise mit Chancen der Gastgeberinnen. Wenn sie auch nicht unbedingt zwingend waren. Doch der Meister hatte zum Teil Probleme, sein eigenes Spiel aufzubauen, verlor den Puck auch im eigenen Drittel, was zu Chancen der Gastgeberinnen führte. Hier eine weitere Chance für Garmisch. Deren Spiel bis zu diesem Zeitpunkt ganz gut anzuschauen war. Scheitert Eleonora Dalbra gleich zweimal an der Planegger Torfrau. Auch für Gästecoach Lehmann eine unerwartete Situation, die ihm einige Gedanken bereitete. Doch mit der ersten Strafe für das Heimteam durch Rückkehrerin Sibylle Kretschmer wendete sich das Blatt. Sophie Kratzer erzielt in der folgenden Überzahlsituation in der 7. Minute das 1:0 für Planegg. Wieder sitzt eine Garmischerin auf der Strafbank, wieder Powerplay für die Gäste. Und diesmal ist es Tina Evers, die in der 10. Minute auf 2:0 erhöht. Dabei die Garmischer Torfrau aus spitzem Winkel überrascht. Planegg nun weiter am Drücker. Doch nicht jeder Schuss ging ins Tor. Daniel Ward scheitert. Auch in der nächsten Szene ist Ward beteiligt, zusammen mit Sophie Kratzer und Tina Evers. Doch sie schaffen es alle nicht, den Puck über die Linie zu bringen. Und weiter geht's mit Planegger Chancen. Tina Evers und auch Kerstin Spielberger kommen zu spät. Doch das nächste Überzahlspiel ließ nicht lange auf sich warten und wieder ein Treffer. Sophie Kratzer vollendet zum 13:0 in der 14. Minute. Das 4:0 dann zum ersten Mal ohne eine Überzahlsituation. 16 Minuten gespielt und Monika Bittner, die in Garmisch-Partenkirchen zur Bundesligaspielerin wurde, erzielt den ersten ihrer drei aufeinanderfolgenden Treffer. Hier Julia Zorn, die scheitert. Noch vor der ersten Drittelpause dann das zweite Tor von Monika Bittner, eine Direktabnahme in der 19. Minute. Nach gutem Beginn 5 Treffer in knapp 11 Minuten. Die Teamkolleginnen und Kapitänin Christine Bandern ertrösteten ihre junge Torfrau Pia-Sophie Kohlmeier. Doch der Torreigen war noch nicht vorbei. Zweites Drittel. Chance für Marita Becker, die jedoch vergibt. Besser machte es dann Monika Bittner, die ihr drittes Tor, somit einen lupenreinen Hattrick, innerhalb von 7,5 Minuten erzielt. Die Garmischer Bank machte sich bereits so ihre Gedanken. 23 Minuten gespielt und bereits 0:6. Jetzt folgt allerdings die stärkste Phase der Gastgeberinnen. Von hinten kommt an Christine Rund, scheitert aber an Lena Schuster im Planegger Tor. Danach versuchen sich Christine de Bandaner, Veronika Kaldenick und Eleonora Dalbra. Doch alle ohne zählbaren Erfolg.
Sibylle Kretschmer allein vor dem Tor. Und doch, ihr versagen die Nerven. Du bist deine beste Chance zum Ehrentreffer. Auf der Gegenseite. Ergibt sich eine weitere Chance für die US-Amerikanerin Ward, doch sie scheitert erneut. Und dann der verdiente Lohn für Garmis Zwischenbemühungen. Ellie Biro auf der Reise, ein Zentimeter genauer Pass auf den Schläger von Eleonora Dalpa. Und die beiden Legionärinnen sorgen in der 31. Minute für das 1:6, den Ehrentreffer der Garmischerinnen. Und doch die Freude währt nicht lange. 31. Spielminute Tor. Die Szene vom Torkuli aus ungeschnitten. Ronja Richter, die verletzte Planecker Verteidigerin, sieht bereits den nächsten Treffer ihres Teams kommen. Und Bernadette Karp setzt sich durch und erzielt überlegen das 7:1 in der 32. Minute. Unterzahl Planek, doch Tina Evers scheitert im Break. Nochmal zurück auf die andere Seite. Ellie Biro mit einem kleinen Solo. Es ist noch die gleiche Überzahlsituation, in der eben Tina Evers mit einem Break scheiterte. Und wieder verlieren die Garmischerinnen den Puck und geben einer Planecker Spielerin die Chance zum Unterzahltor, doch auch Danielle Ward scheitert. Im letzten Abschnitt ist Ward dann erfolgreicher. Im eigenen Powerplay in der 42. Minute trifft sie zum 8:1. Nach Andrea Lanzels Zuspiel muss sie nur noch den Schläger hinhalten. Und weil es so viel Spaß gemacht hat zum Treffen, legt sie gleich zum 9:1 nach. Es ist die 43. Spielminute. Becker und den Abstauber verwandelt Ward mühelos. Dann ein kurzes Aufflimmern von Garmisch, doch Eleonora Dalpra wird abgedrängt. Auf der Gegenseite ergibt sich dann für Tina Evers die Chance, das 10. Tor zu erzielen. Und doch sie scheitert aus kurzer Entfernung. Auch Monika Bittner und Bernadette Karpf gelingt es nicht, Torfrau Neumeier zu überwinden. Auf der Gegenseite hat Ellie Biro zweimal die Chance, einen zweiten Treffer für die Gastgeberin zu erzielen. Und doch im Gegenzug sind es die Planeckerinnen, die tatsächlich den 10. Treffer erzielen. Marita Becker wie in alten Zeiten mit einem Gewaltschuss in der 53. Minute. Und dann noch Chancen für Kerstin Spielberger und Monika Bittner. Bevor Kerstin Spielberger in der 55. Minute den 11:1 Endstand erzielt. Eine schöne Direktabnahme.
Lange Gesichter bei der Pressewand gab es zuletzt solch eine Niederlage im eigenen Stadion. Maßgeblich beteiligt die Ex-Garmischerin Monika Bittner mit 3 Toren und 4 Beihilfen.